Vor 60 Jahren wurde ein Schiff unter dem Namen Solidarität auf der Matthias-Thesen-Werft in Wismar auf Kiel gelegt und lief am 25. Juni 1960 vom Stapel. Als Fritz Heckert wurde es zur Legende. Das erste Kreuzfahrtschiff der Deutschen Demokratischen Republik. Eine Sonderausstellung im Wismarer Fantechnikum erweckt die Legende wieder zum Leben. Achtung! Vom 23. Dezember bis 26. Dezember ist das Museum geschlossen. Ebenso wie vom 30. Dezember bis 1. Januar 2020. Vom 27. Dezember bis 29. Dezember ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.